Schlecht schlafen, das ist oft ein Indiz, dass es uns gerade nicht so gut geht. Mal eine Nacht, zwei, ist nicht so tragisch. Aber was ist, wenn es zu einem Dauerzustand wird? Der Lars Kottmann kann 8 Jahre nicht mehr richtig schlafen und fühlt sich dabei wie ein Zombie. Erste Nacht, okay. Zweite Nacht, denkst du schon, Scheiße. Und dann geht es relativ schnell und es ist einfach wie eine Folter. Du bist todmüde und kannst einfach nicht schlafen. Wenn die Killenglocke läutet, das ist der Wahnsinn. Und es macht du, du. Und du wirst es gar nicht hören, weil du schon weißt, es ist irgendwo viel zu spät und du willst schon lange schlafen, musst morgen fit sein. Du wirst immer erinnern, wie wenig Schlaf dir jetzt eigentlich noch übrig bleibt. Du fährst an rechnen und dann regst du immer mehr auf. Angefangen hat alles 2007. Lars Kottmann arbeitet im damaligen Regioladen Tricolor in Oberwil. Das Gebäude soll saniert werden, steht deshalb im Moment leer. Da kommt man jetzt direkt in die alten Ladenräumlichkeiten. Der Laden war ein Projekt vom Jugendsozialwerk Blaues Kreuz. Lars Kottmann hat das Lebensmittelgeschäft mit aufgebaut, ist stellvertretender Geschäftsführer. Da ist er jetzt. Das war der Laden. Es war eine tolle Zeit hier, eine sehr intensive Zeit. Der ganze Aufbau von null zu etwas, das wirklich schön gelaufen ist, war sehr spannend. Sehr lebendig auch. Und es ist zu einem wichtigen Ort geworden in einem Dorf, wo die Leute sehr geschätzt haben. Mit vollem Einsatz engagiert er sich im Laden. Doch dann wird er von der Vergangenheit eingeholt. Eine frühere Drogenabhängigkeit hat bei ihm Spuren hinterlassen. Belastbarkeit war nicht so okay, oder nur punktuell. Und ja, auch irgendwie die Hoffnung, jetzt kommt es gut. Oder? Und hat das wirklich unterschätzt. Ich habe versucht zu funktionieren nach außen und das auch gut gegangen ist eigentlich lang und innerlich aber irgendwie mit jetzt musst du funktionieren, jetzt musst du das, jetzt musst du, oder, und mich sehr unter Druck gesetzt. Von einem Tag auf den anderen kann er nicht mehr schlafen. In der ersten Nacht habe ich gedacht, okay, ich war gestresst, aber bei der Ausgangen morgen kann ich schlafen. Dem war nicht so. Dann kommt schon schnell der grosse Druck. Also nach 2-3 Nächten war der Druck da. Und dann war er jahrelang da. Ich bin dort zum Arzt gegangen. Und da hat mir zuerst normal starke Schlafmedikamente gegeben. Und es hat nichts gebracht. Relativ schnell hat er mir gesagt, so, da hast du Schlafmedikamente, mit denen kannst du schlafen. Ich habe dann geschlafen, aber es ist nicht der Schlaf, den ich gebraucht hätte. Das ist wirklich wie unter Drogen oder besoffen geschlafen. Das ist einfach, du bist ausgenockt und am Morgen hast du wie einen Kater. Du bist nicht erholt. Du bist, hast zwar offiziell geschlafen, aber der Körper null Erholung eigentlich. In der Kirche Bewegung Plus in Sissach fühlt sich Lars willkommen. Pastor Martin Schneider und seine Frau Daniela sind langjährige Freunde, die den Leidensweg von Lars miterlebt haben. Man hat gemerkt, er ist müde, Nerven liegen blank, unzufrieden. Gott, was soll das? Wo bist du? Das ist schon, das war deutlich spürbar. Wir hatten immer eine offene Beziehung, wir konnten immer gut reden. Ja, zusammen auch beten für die Situation. Immer wieder beten sie für die Heilung der Schlafstörung, doch die Gebete werden nicht erhört. Frust macht sich breit. Es war einfach ein riesiges Spannungsfeld, weil nichts passiert. Und nicht einfach nur ein halbes Jahr oder ein Jahr nichts passiert, sondern es waren 8-9 Jahre. Es ist immer schlimmer geworden. In gewissen Nächten, wo es ganz schlimm war, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, habe ich wirklich mit Gott gefightet in der Nacht. Verbal mit Gott gefightet. Und wirklich auch von der Bibel wälzen.
und habe die Stellen gesucht, die das Thema Leid, das Thema Aushalten thematisieren. Und ich habe mich wirklich irgendwann allein gelassen gefühlt irgendwo und im Stich gelassen und irgendwie so das Gefühl, Gott nimmt mich nicht mehr ernst. Es gilt auszuhalten, einen anderen Mut machen, wir geben nicht auf. Wir bleiben dran. Gott ist da und Gott ist auch im Schweren da. Und er kann Situationen von einem Tag auf den anderen kehren. Oder eben auch eine längere Variante wählen. Als das Projekt Regioladen im Jahr 2015 endet, wird Lars arbeitslos und noch immer kann er nicht schlafen. In ihm reift die Idee, wandern zu gehen. Vorher habe ich praktisch keinen Sport mehr gemacht. Ich habe gemerkt, ich will mich wieder bewegen und ich habe Zeit jetzt, auch etwas zu machen. Zuerst habe ich Reisen gemacht in Wales. Auf der ersten Reise war die Angst natürlich am grössten. Weil ich mir das schon vorgestellt habe, ich bin da irgendwo in der Pampa in Wales und kann am Schlafen nächtelang, wenn ich es erlebt habe. Was machst du? Trotz aller Bedenken geht er los. Obwohl er in Wales schwierige Nächte hat, spürt er, dass ihm das Laufen gut tut. Bevor er seine neue Arbeitsstelle antritt, nimmt er sich Zeit, um auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela zu pilgern. Nach Genf habe ich wieder eine Nacht gehabt, praktisch nicht geschlafen. Und dann im Laufe des Tages habe ich gemerkt, ich mag nicht mehr. Dann bin ich recht ins Grübeln gekommen. Zweifel gekommen. Ich bin so vor mir angetrottet und wirklich gefragt, für was mache ich das und für wer und wieso. Und relativ schnell dann ist ein Schmetterling auf meiner rechten Hand gelandet. Und dann ist er einfach auf meiner Hand rumgekrabbelt und so. Und dann habe ich gespürt, es passiert etwas mit mir. Und es sind eigentlich so die ganzen negativ destruktiven Gedanken, sind immer relativ schnell so weit in den Hintergrund gerutscht. Und dann war der Schmetterling sicher 5 Minuten auf der Hand. Und ich habe gemerkt, wow, für mich war das Rede von Gott. Und ich habe einfach gemerkt, Gott hat ein absolutes Ja, dass ich den Weg gehe. Und das ist auch beziehungsweise sicher sehr ruhig geworden und auch eine Dankbarkeit, ein Frieden und Freude. Und irgendwann dreht sich der Schmetterling um, schaut mich an. 30 Sekunden und dann fliegt er auf und fliegt davon. Lars setzt seinen Weg fort. Nach 8 Jahren Schlaflosigkeit beginnt sich sein Schlafrhythmus langsam zu verändern. Es ist dann einfach Stück für Stück besser geworden und hat er wirklich in grossen Herbergen mit 20 in einem Raum, ohne frische Luft, können wirklich schlafen, oft. Aber auch ein bisschen hat es mich noch begleitet, dass ich mal wirklich schlechte Nächte hatte, mit nur vielleicht 1-2 Stunden Schlaf. Aber am Schluss war es so viel besser. Nach 4 Monaten und 2300 Kilometern Fußmarsch erreicht er Santiago de Compostela. Der Weg hat etwas gemacht mit mir. Aber es war mir auf dem Weg gar nicht so bewusst, wie fest dass mich das angefangen hat. Noch positiv beeinflussen. Es ist für mich jetzt retroblickend ein Abschluss gewesen, wie so der letzte Schub wieder in die Gesundheit zurück.